Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Vlog. Ihr seht, der Koffer steht bereit. Man könnte meinen, für mich geht es jetzt 2 Wochen in Urlaub, aber es sind in Anführungsstrichen nur 4 Tage FIBO. Ja, es ist zumindest Mittwoch. Ich mache jetzt auf den Weg Richtung Köln. Wir treffen uns, glaube ich, um 16.30 Uhr mit dem gesamten Team am Stand. Bin zumindest jetzt schon heftig aufgeregt. Keine Ahnung warum. Aber ja, nehmt euch auf jeden Fall bestmöglich mit dieser Cam mit. Freue mich auf geniale Tage und dann würde ich sagen, düsen wir mal los. Wir wollen ja schließlich nicht mit dreckigem Auto ankommen, oder? So, ich bin im Hotel angekommen. Ganz kurze Roomtour. Das Badezimmer, Bett und ja, das war es auch schon. Klein, aber fein, aber reicht vollkommen für die nächsten Tage. Ich treffe mich jetzt zumindest mit dem lieben Flo und dann gehen wir gemeinsam zur Messe zum Rockerstand. Und ich bin mega gespannt, wie es dort aussieht. Guck mal, wen ich gefunden habe. Hallo. Hallöchen. Hallo. So, wir sind hier am Rockerstand. Was ist euer erster Eindruck? Bester Stand. Affengeil. Lu, was willst du uns sagen? Kann ich hier zoomen? Ja, kannst du. Lu, was willst du uns sagen? Ich sage, auf 4 erfolgreiche Tage hier auf der FIBO. Das war sehr... Ich war voll gemein. Ich habe mega den Zoom reingehauen auf deine Nase. So schlimm war es gar nicht. Erstes Mal FIBO. Ja, Mann. Ich freue mich voll. Also vor allem mit dir an der Seite, es wird cool. Auch mit Sepp an der Seite. Sepp? Yo, was geht? Du bist ja auch ein Neuer. Ich bin nicht neu, es ist meine 4. FIBO, aber das erste Mal bei Rocker. Richtig. Schwarzen Besuch. Genau, schwarzen Besuch. Und dann habe ich ein Foto gemacht mit Kai und Benny und daraufhin hat Rocker mir geschrieben. Sachen gibst du. Und jetzt muss ich mich mal voll reinscammen, weil der World Fitness Day war der Grund, warum Julian, ich habe mit dir da lang geredet, und dann hat Julian mir geschrieben, hat gesagt, ey, ist die Lu in Ordnung? Und dann habe ich gesagt, ja, die ist cool. Und jetzt stehst du neben uns. Echt? Ja. Das wusste ich noch gar nicht. Kein Scheiß. World Fitness Day. Das war der Tag. Schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag. Wir haben es 7.30 Uhr, Tag 1 der FIBO. Und ich bin schon so heftig aufgeregt, weil ich gar keine Ahnung habe, was mich erwarten wird. Aber das wird schon. Wir gehen zum ersten Mal frühstücken, stärken für den Tag. Dann geht's Richtung Messe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Wen haben wir denn da? Na, was geht? Wie geht's dir? Gut, nee, boah, ich habe so schlecht geschlafen. Du hast schlecht geschlafen? Du auch? Woran liegt das? Der Maxi hat sich die ganze Zeit bewegt neben mir. Und zu laut geatmet. Ich hasse, wenn Menschen atmen. Neue Athleten, Lu Coaching, Leute!
So, meine Lieben, wir sind zurück im Hotel. Der erste FIBO-Tag ist vorbei und ich bin einfach jetzt schon so, so sprachlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Für uns geht es eine Runde trainieren, danach essen. Wer die Kamera aber hier lassen, dass wir so ein Anführungsstrichen unsere Ruhe haben. Und würde sagen, ich melde mich dann einfach morgen wieder bei euch. Bis dann. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm